Dankeschön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es großartig, heute hier zu sein, und ich sage auch zwei Dinge dazu. Erst einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, so ein Format ist selten, dass man tatsächlich über Dinge spricht, die man sonst vielleicht nicht ganz so präsentiert wie heute hier. Zweitens, die Möglichkeit, die man selber hat mit der Distanznahme, die man hat, dadurch, dass man was selber erklären muss und dass man auch andere sorgfältig gemachte Vorträge sieht. Ich finde es ganz großartig, und ich finde, es ist ein wunderbares Instrument, gerade über so schwierige Themen wie der Raum zu sprechen. Und wir haben das vorhin ja auch schon in seiner Podiumsdiskussion gehört. Es führt manchmal auch zu einem, sagen wir mal, Stillstand in der Dialektik, weil man plötzlich nicht weiterkommt mit der Begrifflichkeit Raum. Ich habe heute Ihnen die Spiegelfabrik mitgebracht, ein Projekt, was wir gemacht haben. Es ist ungefähr vor 2 Jahren fertiggestellt worden. Und vielleicht ist zu erwähnen, nur für Sie im Hinterkopf, die Parameter, auf denen dieses Gebäude beruht, sind die sozialen Wohnungsbaunormen. Ich werde das nicht nochmal erwähnen, aber es geht eigentlich darum, in Fürth ein Grundstück, das wir mitentwickelt konnten, zu bebauen und mit einer Gruppe von Menschen, die sich das antun wollten, über ein doch Beteiligungsformat das zu entwickeln. Ich sage das nur am Anfang, weil es geht ja jetzt um die Frage dieser räumlichen Fragestellung und auch der Frage nach welchen Strategien oder welchem Raumbegriff man folgt. Und ich finde das sehr interessant. Die Frage wird nachher natürlich nochmal kommen. Fängt man an, beginnt man mit einer Vorstellung von Raum und versucht es eigentlich daraufhin aufzubauen, oder ist es etwas, was man im Prozess sozusagen begleitet und entwickelt? Sicherlich ist es beides, aber das sind, glaube ich, ganz interessante Fragen. Die Voraussetzungen in Fürth waren eben ganz besondere. Der Kontext, den werden Sie gleich ein wenig sehen. Ganz kurz. Fürth liegt neben Nürnberg. Die erste Eisenbahn ging von Fürth nach Nürnberg. Fürth hat aber eine ganz spezielle Tradition in der Spiegelmanufakturen. Hochblüte war im 19. Jahrhundert. Auf unserem Grundstück stand auch eine Spiegelfabrik. Und was wir natürlich vorgefunden haben, war sehr viel Quecksilber und Arsen. Und mal rückwirkend gesagt, ist diese sehr heroische Geschichte von Fürth natürlich auch eine, wo man sich auch die Arbeitsbedingungen vorstellen müssen, die selbst noch im 19. Jahrhundert geherrscht haben. Es ist sehr stark verseucht gewesen, und wir mussten sehr viel mit sehr viel Mühen das glattziehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Dieser Raum Fürth hat eben diese industrielle Tradition, aber eben eigentlich auch eine ganz bürgerliche Tradition. Es gibt also das, was wir eben gesehen haben, ist eine Struktur der Altstadt gewesen, und eben dieser Industriestandort, der dann im 20. Jahrhundert auslief. Fürth produzierte dann nicht mehr Spiegel. Sie wurden verlagert, die Produktion. Und was man aber sehen kann, dass diese etwas großformatigen Elemente in der Stadtstruktur doch den Moment der Stadt durchaus in seiner Objekthaftigkeit dann auch an Teilen dominiert hat. Wir hatten einen sehr großen Block, in dem Ende dieses Fürther Stadtraums, der gekennzeichnet war durch eine Blockstruktur einerseits, aber auch durch die Auenlandschaft, die darauf folgt. Und diese Struktur war an diesem Punkt eben mit einer Teil dieser alten Spiegelfabrik, die wir zum Teil abreißen mussten, bestellt. Und diese Struktur war aber schon so durchdrungen von Fehlstellen und Projekten an der Stelle, dass es eigentlich kaum erkennbar ist. Und vorhin klang es auch an, man versucht nicht vielleicht ein neues Ordnungsprinzip hineinzuweben, sondern man versucht, Dinge vielleicht auch eher sichtbar zu machen.
um sie dann in gewisser Weise in der Narration zu kontrollieren oder beziehungsweise gewisse Dinge eben einfach zu reinterpretieren. Und ich fand das ganz interessant. Es gab mehrere städtebauliche Versuche. Wir haben uns dann in diesem Prozess auf diese hier geeinigt, die Sie im Rot sehen. Und dieser Plan ist eigentlich ein Durchmessen dieses Raums, der eigentlich die Wirkmächtigkeit der inneren Verhältnisse in diesem Block eigentlich zum Vorschein bringt und sehr deutlich macht. Und das haben wir uns tatsächlich vorstellen wollen, und Sie können auch ein bisschen urteilen, vielleicht mit den Fotos, ob es uns gelungen ist. Auf jeden Fall ist dieser innere Raum des Blockes eigentlich im öffentlichen Wahrnehmung der Stadt nicht sichtbar. Der zweite Punkt ist vielleicht, das Besondere ist ganz einfach, dass diese Öffnung zur Auenlandschaft über eine Topografie von 5 Meter erfolgen musste in diesem Grundstücksteil, und das ist vielleicht auch beschreibend etwas, was in diesen Grundstücksparametern eingeschrieben ist. Das ist das Gebäude im Grundriss. Es versucht eigentlich über eine ganz klare Geometrie diese Heterogenität in ganz bestimmte Raumsituationen zu fassen. Der kleine Bau, den Sie dort sehen, das ist eigentlich im Grunde das alte Teil der Spiegelfabrik, nämlich die Schmiede, und den Teil konnten wir eben auch erhalten. Aber vielleicht ist dieses Konglomerat an Ordnung an der Stelle, was ehemals vielleicht eine viel stärkere Fassung hatte, ein Teil dessen, mit dem wir umgehen wollten, und eben diese Frage, wie kann dieses Gebäude diese Räume bewerten, war eben ein Teil dessen, und darum hing es auch gleich daran zu hinterfragen, wie eigentlich diese Qualitäten sich eigentlich dann wiederum reflektierend auf Wohnqualitäten einweben lassen. Und natürlich steht an diesem Ort alles Mögliche. Hier sehen Sie ein Beispiel mit den 50er Jahren Haustopologie. Es stehen da aber auch ganz unterschiedliche Gebäude, die eigentlich eine sehr skurrile Zusammensetzung dieser Struktur erkennen lassen. Und hier das Bild mit der alten Schmiede und dem Gebäude. Das Gebäude bewertet, justiert und fügt eigentlich eine Art Messraum hinein, der eigentlich die Kleinteiligkeit und teilweise auch Großteiligkeit des Blockes in ein Gefüge verwandelt. Und das ist aus dem Block wieder auf das Gebäude geschaut. Genau, und das ist eben auf dem Dach geschaut, auf den gegenüberliegenden Gebäude. Es ist natürlich nicht ganz ohne einen gewissen Schmunzeln, habe ich diese Bilder ausgesucht, weil natürlich auch diese Verhältnisse am Ort ganz skurrile und manchmal sehr charmante und manchmal auch etwas düstere Bilder zeichnen. Und das war uns wichtig, glaube ich, in der Strategie der Raumgedanken darüber nachzudenken, wie man eigentlich diese Orte integriert. Und der zweite strategische Punkt war eigentlich die Frage des Öffentlichen und Privaten, die Art der Durchdringung zwischen öffentlichen und privaten Raum als eine mögliche Durchlässigkeit durch den Block. Wir haben festgestellt, dass eigentlich diese ganze Stadt an dem Ende eben eigentlich gar nicht perforiert ist, aus vielleicht Gründen der Industrialisierung, wie ich eben gesagt habe, aber eben vor allen Dingen auch war es eigentlich den Beteiligten an diesem Prozess sehr wichtig, eigentlich sich auch entsprechend in der Stadt zu integrieren. Es ist nicht nur die Frage der Volumen, sondern es ist eben auch die Frage der Menschen, die das Gebäude nutzen wollen. Und was man hier sieht, ist die Struktur des Gebäudes, darauf komme ich später, und die Durchdringung durch den Raum. Und das ist nochmal, da ist die Treppe noch abgedeckt, kann man sehen. Und was wir gemacht haben an vielen Stellen, ist eigentlich über Formate nachgedacht oder über Proportionen. Die Treppe ist viel zu groß für den Ort. Es ist ein Weg, der also durch diesen Block führt. Trotz alledem bringt er eine gewisse Proportionalität in diesen sehr engen, schmalen Raum, und diese Dramaturgie, die wir damit geschrieben haben, ist eigentlich eine ganz wichtige systemische Größe für die Erfahrung des Raums. Umgekehrter Blick, der Schnitt, Sie sehen die starke Topografie, Sie sehen die Treppe, man geht unter dem Haus, auf der anderen Seite wieder raus,
und rein zu diesen zwei unterschiedlichen Straßen. Man geht auf den Waschsalon zu. Man geht an dieser Garagensituation vorbei. Und es gibt Zugänge, das ist jetzt die eine Zugang, es gibt auch den anderen Zugang zu diesen Räumen, der über diese Längsseiten passiert. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und es gibt dadurch natürlich eine ganz Vielzahl von Schnittmengen, die man natürlich jetzt nicht nur sich selbst überlassen kann und muss, sondern die man tatsächlich beschreiben kann. Und das haben wir in der Folge des Projekts dann auch getan. Der nächste Aspekt ist eigentlich der Aspekt, das Repertoire, das wir bedient haben, welches die Ressourcen der Flächen sind. Die Flächen, die tatsächlich neben diesem sehr klar strukturierten System der Wohnungen, habe ja schon erwähnt, dass sie eigentlich auf den parametrischen Grundlagen des sozialen Wohnungsbaus operieren und deshalb natürlich auch ganz klar die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, nicht gering sind, aber sie sind begrenzt und das Potenzial des Ortes liegt natürlich auch in seiner Zweidimensionalität. Wir werden vielleicht hier nachher auch nochmal diskutieren über die Qualitäten von Raum und tatsächlich gliedern sich Räume an diese sehr stark strukturierte Wohnungsthematik an und diese Thematik kann man vielleicht erkennen. Kernpunkt dieser Agglomerationspunkt ist vielleicht etwas, was man, ich mache mir manchmal darüber Gedanken, dass das zu sehr einen modernistischen Aspekt trägt, aber es ist nicht zur Straße gewandt, sondern es ist im Inneren des Hofes eigentlich untergebracht, ist der sogenannte Spiegelsaal eigentlich eine zu öffnende Fläche, die alle Flächen miteinander verbindet, die nicht in der Nutzung vordekliniert ist. Ich kann das hier sehen, das ist ganz einfach, nichts Besonderes. Die aber eins, würde ich mal sagen, als eine Art der, dort an dieser Stelle kann so etwas wie eine Vergemeinschaftung passieren, wobei wir das ja natürlich als Architektin nicht vorgeben wollten. Aber Sie sehen im Hintergrund, bildet das auch wieder diese Ausschnitte auf diesen inneren Hofraum und das sind, glaube ich, ganz besondere Situationen. Und natürlich die Flächen, die man dann erwirtschaftet, wie die Fläche, die sich dann zum Auenland ergibt, logisch, die Qualitäten sind uns bekannt. Die nächste Strategie, die wir verfolgt haben, ist eigentlich die Strategie, die sich verbindet mit der Frage der Erschließung, beziehungsweise mit der Frage, wie eigentlich, und da komme ich auch zu einem sehr konstruktiven Themenschwerpunkt, wie eigentlich dieses Galeriehaus, was ja diese Räume rechts, links, Sie haben gesehen, dass dieser oszillierende Galeriegang sich sozusagen beide Seiten Ost-West bedient, wie eigentlich diese Qualität zu beschreiben ist und was das eigentlich für Fassungen beträgt und wie man eigentlich operativ die Notwendigkeit von einem, sagen wir, strategischen Fluchtweg trennt von der Operation dessen, dass es eine Wohnraumerweiterung ist. Und wir haben etwas ganz Einfaches gemacht. Das Gebäude hat eine Binnenstruktur, wir haben leichte Trennwände für die Räume. Hier setzt sich jetzt aber trotzdem eine Strategie durch, die eigentlich versucht, die innere Systematik auch nach außen abzubilden und das Äußere auch nach innen zu verbinden. Nämlich diese Art T-Stütze ist was ganz Einfaches, aber sie trennt sozusagen die Wohnraumerweiterung auf der Galerie von dem notwendigen Erschließungssystem. Und wir waren uns gar nicht so sicher, ob das funktioniert. Und diese sehr einfache, aber sehr plausible Struktur des Raums, das war so ersten Monate nach der Fertigstellung, das sieht jetzt schon auch wieder ganz anders aus, funktionierte eigentlich sehr gut und beschrieb eigentlich eine perforierte Grenze, die eigentlich aus den inneren Dispositionen des Hauses sich generierte. Natürlich ist die eine Wand oder die eine Grenze ist eine, die man so beschreiben kann und die andere Grenze ist die, auf die ich auch gleich nochmal zurückkomme.
die den Raum beschreibt. Die nächste Strategie ist eigentlich die der Fenster, der Öffnungen. Die Öffnungen in dem Gebäude, da wir ja wussten, dass wir mit sehr schmalen und sehr kleinen Räumen operieren mussten. Sie wissen, dass die Räume dann eher in der Tendenz 12 Quadratmeter haben, wenn man das Ziel erreichen will. Wir finden, das hat natürlich, die Räumlichkeit hat immer natürlich immer was zu tun mit der Balance, die man erwirtschaftet in der Systematik des, der Raumfolgen mit Sicherheit. Aber trotz alledem war es wichtig, darüber nachzudenken, was kann eigentlich zum Beispiel so ein Element Fenster leisten. Und hier haben wir uns dann besondere Mühe gegeben, weil wir gedacht haben, ist in diesem Rahmen auch des kostengünstigen Bauens ist es kaum möglich, darüber hinwegzukommen, dass man priorisiert. Und das haben wir gemacht. Wir haben also sozusagen hier nochmal die Strategie der Grundrisse, die darauf folgt, und hier die Strategie des Fensters. Wir haben einen Fenstertyp entwickelt. Das kennt man auch vielleicht aus den Nachkriegsjahren, nämlich das Kippfenster über die Achse. Wir wollten kein Dazwischen haben. Wir wollten das sozusagen auch als eine Fläche, die man als Bild bezeichnen kann. Hier kann man das mal an der Fassade von vielen Fenstern sehen. Und sicherlich ist das Fenster hier jetzt in einer nicht ausgebauten Situation. Das war den Bewohnern, oblag den Bewohnern, das mit Putz oder ohne oder wie auch immer zu machen. Kann man dieses Fensterformat sehen. Es kommt sehr auch auf die Größe des Fensters, auf die Höhe. Vorhin war auch schon mal die Frage der Maßstäblichkeit ist relativ wichtig. Und diese Fenster prägen eigentlich auch die Struktur, aber sie sind auch eine maßlose Erweiterung. Maßlos ist vielleicht das falsche Wort. Maßvolle Erweiterung des Raums. Und natürlich hat uns auch natürlich der Gebrauch dieses Raums, der Fenster drin und draußen, wir hatten das schon vorhin, natürlich interessiert, der natürlich nicht immer so ist, wie man sich das in der ersten Form denkt, aber der Gebrauch ist eben eigentlich auch sehr interessant, und hiermit möchte ich meinen Vortrag beenden. Vielen Dank fürs Zuhören.